Ja, also Freunde, das nächste Spiel, was wir jetzt hier mal uns anschauen wollen, ist das Spiel der beiden Gastgeber der letzten Euro, die hier aufeinandertreffen, in Gruppe H, und zwar Polen und die Ukraine, 22.03.2013. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Ja, die letzten Spiele gingen 1:1 aus und die Ukraine hat 1:0 gewonnen gegen die Polen. Das war, Moment, lasst mich lügen, 2010 war das 1:1 bei einem Freundschaftsspiel und das 1:0 war 2008 auch bei einem Freundschaftsspiel. Ja, die Polen zuletzt verloren gegen die Iren mit 2:0, davor ein 4:1 gegen Rumänien und eine 1:3 Niederlage gegen Uruguay, aber in der WM-Quali gab es ein 1:1 gegen England, das sollte ja vielleicht ein bisschen Auftrieb geben für diese Mannschaft. Ja, die Ukraine relativ schlecht eigentlich unterwegs in der Quali, wobei es zuletzt ja zwei Siege gab, 2:0 gegen Norwegen und 1:0 gegen Bulgarien. Das heißt 57% Performance bei den Polen und 50% Performance bei der Ukraine. Ja, lasst uns mal einen Blick werfen auf die besten Torschützen beider Mannschaften. Da sehen wir Jakub Blaschikowski mit 2 Treffern, der Dortmunder. Adrian Mieszewski. Entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht so ganz ausspreche, deswegen werde ich mir die anderen Namen jetzt einfach mal schenken. Und bei den Ukrainern Konoplyanka. Jevgen mit Vornamen heißt der gute Mann, mit einem Treffer erfolgreichster Schütze. Das heißt, die Ukraine hat erst einen Treffer erzielt in drei Spielen und die Polen 5 schon ihrerseits. Ja, deswegen Polen mit einem Sieg, 2 Unentschieden in der WM-Quali bis jetzt nach 3 Spielen und die Ukraine lediglich mit 2 Unentschieden und einer Niederlage, also mit 2 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz, während die Polen auf dem 3. Tabellenplatz sind. Ja, wie gesagt, der erste qualifiziert sich direkt für die WM und der zweite muss ins Playoff gehen gegen einen anderen Gruppenzweiten. Ich glaube aber auch der beste Gruppenzweite qualifiziert sich ja direkt und die anderen beiden spielen das dann in Playoffs aus, also jeweils mit Hin- und Rückspiel. Ja, natürlich bei Polen hervorzuheben, die Dortmunder Fraktion, Piszczek, Lewandowski und Blaschikowski, immer für eine Überraschung gut. Und ja, deswegen auch mein Tipp, dass Polen gewinnen wird, und zwar mit 3:1, weil sie einfach meiner Ansicht nach über den stärkeren Kader verfügen und sich dann somit in diesem Duell der beiden Gastgeber der letzten Europameisterschaft durchsetzen werden.